Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wie du diesen Mode hier schaffst. Vierter Überlebender und diesen brauchst du auch für einen Erfolg. Ganz unten siehst du den Erfolg. Im Moment haben das 7,4% der Weltbevölkerung sozusagen geschafft, ja. Ich habe das Ganze schon im Januar gemacht, aber leider vergessen, das Ganze auf YouTube hochzuladen. Deswegen tut mir echt leid. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich alles euch zu erklären. Deswegen holen wir das Ganze nach und ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Ja, du brauchst keine Sorgen machen. Ich werde den Run Noob sicher machen, also dass wirklich jeder schaffen kann. Am Anfang nimmst du einfach die Schrotflinte, rennst einfach durch. Und hier bitte so rennen, wenn ich das zeige, weil wenn du ein bisschen nur abweichst, wirst du hier gepackt. Schau, dass du hier rechts rumkommst. Hier einfach durch, ganz, ganz schnell. Dann wirst du nicht gepackt. Gehst du komplett rechts an die Wand, wirst du gepackt. Also beim zweiten Zombie. So, dem gebe ich jetzt hier einfach mal so einen kleinen Headshot. Zack, okay, das war jetzt ein kleiner Fehler. Aber gut. Übrigens liebe ich diese Musik. So, hier gehen wir hoch. Wie gesagt, ich drücke hier immer so ein bisschen auf Zielen, um ein bisschen Zeit zu verkürzen. Es gibt Leute, die sind der Meinung, dass das nichts verkürzt. Nur am PC. Ich spiele nicht am PC. Trotzdem mache ich das, weil ich der Meinung bin, dass es doch ein bisschen was verkürzt. So, hier rennst du einfach so ein bisschen im Bogen. Zack. Und der Run ist wirklich sehr, sehr leicht, weil du einfach sehr viel Ausrüstung hast. Also du hast sogar Granaten, glaube 6 Stück, du hast Heilung. So, die kriegt ihr auch noch einen kleinen Schuss. So. Zack. Kann sein, dass sich die Hunde einmal treffen. Das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, du kannst hier schon einige Fehler dir erlauben. So, lass dich hier nicht grappen. Hier rechts vorbei. Hier schön rechts bleiben. Bleib nicht hängen. So, ich bin jetzt hängen geblieben. Das ist nicht so gut. Zack. Also ich werde das wirklich so lassen, wie ich hier spiele. Ich werde keinen Idealrun zeigen, weil ich hier nicht auf den Speedrun gehe, sondern ich möchte dir einfach zeigen, dass man das halt leicht schaffen kann. Weil du musst einfach egal welche Zeit schaffen, dann kriegst du den Erfolg. Normalerweise wäre ich hier durchgerannt. Ich weiß nicht, warum ich da hängen geblieben bin. Also manchmal bleibt man da hängen. So, hier benutze ich immer eine Blendgranate. Siehst, wir haben hier 6 Granaten. Dazu lasse ich die Animation, also hier zum Beispiel der, siehst du, da müssen wir warten, bis die Animation vorbei ist. Und dann erst werfen wir, da spuckt er seine Kinder in die Luft, nicht in die Luft, sondern ins Wasser. Und dann sofort losrennen, dann kommen wir hier vorbei. Manchmal wird man hier gegrabt, aber nur dann, wenn du zu langsam warst. Und selbst wenn er dich da greift, das ist überhaupt kein Problem. Also du kannst hier wirklich einige Fehler begehen. Außer du machst natürlich einen kompletten Speedrun, Weltrekord, ja, dann musst du natürlich perfekt spielen. So, hier komplett vorbei, da kommst du mal durch, das ist überhaupt kein Problem. Also manche Sachen sind ja geskriptet. So. Und ich rate dir so, sagen wir mal, 5 Versuche zu berechnen. So, hier renne ich immer so vorbei. Zack. Manche rennen komplett links. Ich mag das so zu machen. Rechne ungefähr mit 5 Versuchen. Hier nehme ich Magnum. Bis du das schaffst, weil du musst schon berechnen, dass du manchmal Fehler machen wirst. So, das war unsauber. Einfach im 3 Schuss geben. Fertig. Gleich nachladen. Das war jetzt nicht optimal, aber wie gesagt, wir müssen einfach nur durchkommen. Hier kommen wir komplett durch. Hier ist alles geskriptet. Da kann nichts passieren. Einfach durchlaufen. Oh, ich liebe diese Mucke. Zack. Wie gesagt, also ich rate dir halt immer so ein bisschen Übungszeit zu berechnen, weil ich sehe immer wieder in den Kommentaren, dass manche Leute halt die Nerven verlieren. Sind jetzt nicht so viele. Also auf unserem Kanal sind die Leute überraschend stark psychisch. Aber es gibt doch immer wieder Leute, also hier einfach links durch. Hier kann nichts passieren hier. Es gibt immer wieder Leute, die die Nerven verlieren. So, hier benutze ich die Schrotflinte. Hier kann man natürlich auch eine Granate werfen. Kannst du selber überlegen, wie du das machst. Ich liebe halt Granaten und versuche sie wirklich immer aufzusparen.
Hier wieder Magnum. Hoppa, okay, das ist bis jetzt noch nie passiert. Okay, anscheinend kann sie dich hier wirklich greifen. So, zack, 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 dreimal. Also du siehst trotz Fehler, das ist easy going. Das ist alles machbar. So, dann gehen wir da hoch. Zack, 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 zack. Hier kommt jetzt der Tyrant. Da muss man halt auch lernen auszuweichen. Ja, manchmal greift er dich trotzdem. Da muss man halt einfach üben und ja, manchmal machen wir trotzdem die Fehler. Ich werde mir jetzt gleich heilen, hier mit dem normalen. Weil, ja, warum nicht? Wer kriegt einen Headshot? Zack. Dann gehe ich hier rechts. Zack. Zack. Manchmal auf den aufpassen, manchmal sind sie sogar zu zweit. Hoppa. Okay, das war jetzt sehr schade, weil ich habe jetzt eine Granate im Endeffekt verschwendet. Sehr, sehr schade. Aber gut. Wie gesagt, wir haben hier sehr viel Spielraum, Fehler zu machen. Ich finde, DLC-Runs sind schwerer. Zack. Okay, der hat mich jetzt leider getroffen. Okay, so, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nochmal mir Munition mache. Ich persönlich mache hier, wie gesagt, Schrotflinten-Munition. Ich mag die Schrotflinte. Jetzt gucke ich, ob ich noch was habe. Okay, ich habe noch eine Blendgranate. Dann schmeiße ich sie hier. Also hier ist ein Licker. Wenn du die nicht schmeißt, wird er dich treffen. Wird dich hier von hinten einfach treffen. So, wir haben wieder Munition. Hier wieder ausweichen. Zack. Zack. Und durch. So, wir haben noch 10 Schuss. Das ist sehr schön. Dann auf die Knollen schießen. Das war jetzt ein bisschen nicht so toll, aber das passt schon. Ja, wie gesagt, also im Vergleich zu den DLC-Erweiterungen ist es ziemlich leicht. So, das war jetzt nicht ganz optimal, aber das passt schon. So, dann kommst du hier locker vorbei. Also den Hund, da brauchst du keine Angst haben, der wird dir nichts machen. Also da kann nichts passieren. Wie gesagt, viele Sachen sind geskriptet und da kommt man immer safe vorbei. Manches ist so ein bisschen zufallsrelevant. So, dann hier die Geschichte, da guckst du einfach, dass die Granate ausgerüstet ist. Schmeiß sie rein. Klick. So, das war jetzt scheiße, aber ich hoffe, wir kommen vorbei. An dem Typen, okay, ist nice. Wir sind vorbeigekommen. Hier ist ein Licker. Zack, 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 zack. Du siehst, wie viele Fehler ich gemacht habe. So, normalerweise 3 Schuss reichen. So, der kriegt hier eine Gesichtsmassage. Jetzt kommt ein bisschen so schwere Stelle. Versuch gleich nach komplett links zu gehen. Ja, bin nicht durchgekommen. Schade. Werde jetzt eine wertvolle Granate hier verlieren. Das ist wirklich schade, aber versuch so hier links durchzulaufen, ja. Also manchmal klappt's, dass er dich nicht packt und manchmal, ja, packt er dich. Dann hier auch entscheidende Stelle, bitte hier so links an den Lickern vorbei und dann hier so, zack, dann passiert dir nichts. Weil das ist geskriptet, da kann nichts passieren, wenn du das so machst. So, jetzt hast du es fast geschafft. Leider haben wir jetzt nur eine Granate hier. Aber ich werde versuchen, jetzt hier trotzdem durchzukommen. Ich nehme jetzt erstmal die Magnum. Also es ist wirklich auch eine entscheidende Stelle. Wir sind fast durch. So, ich schmeiß die Granate so. Damit ich die Bäume da treffe. Oh shit, okay, das war jetzt nicht so gut. Also wenn die Pflanze mich jetzt packt, dann bin ich tot. Okay, sie hat mich nicht gepackt, passt. Besser ist, wenn man hier noch 2 Granaten hat. So, dann haben wir noch 5 Schuss. Ja, jetzt hast du es fast geschafft. Zack. Zack. An denen kommst du hier locker vorbei. Ja, und dann hast du es schon geschafft. Du siehst es. Also, man kann hier sehr viele Fehler machen. Das ist jetzt nicht so wie beim DLC. Da musst du perfekt durchrennen.
hier wirklich, also hier kommst du locker durch, ja, selbst wenn du Fehler machst. Ja, und nachdem du hier fertig bist, egal welche Zeit du geschafft hast, wirst du den Erfolg bekommen. Ja, das ist wirklich nicht so schwer, da musst du nichts Krasses beachten. Ich hab jetzt nicht so toll, bin ich nicht so toll gelaufen, aber wie gesagt, es passt. Ja, das waren so die Strategien. Ich werde jetzt die Tage noch ein paar Resident Evil Videos für dich aufnehmen, einfach noch ein paar Erfolge ein bisschen erklären. Und ich empfehle dir einfach den 100% Run anzugucken auf unserem Kanal, weil in diesem 100% Run habe ich einfach sehr viele Sachen gemacht. Das heißt, ich bin da durchgerannt, also sag mal, ich habe einen Spieldurchlauf gemacht und habe während diesem Spieldurchlauf habe ich einfach sehr viele Erfolge schon gemacht. Ja, also ich habe jetzt auf unserem Kanal nicht jeden Erfolg einzeln erklärt, werde da ein paar Hinweise machen jetzt, aber sag mal so, wenn du wirklich Platin haben möchtest, schau dir einfach den 100% Run bei uns an, es gibt ja die Playlists, ich hoffe du weißt wie das funktioniert, man geht auf den Kanal, dann drückt man auf Playlists und dann gibt es dort Resident Evil 2 Tipps, also nicht Let's Play, sondern Tipps und dort findest du so einen 100% Run, das empfehle ich dir zu gucken. Für Erfolge und ansonsten das Beste, was ich so gemacht habe, ist Rang S Plus auf Veteran. Dort sind die aktuellsten, ja, die aktuellsten Methoden, wie ich das gemacht habe, wie ich da, ja, mit einer Stunde 17, glaube ich, bin ich durchgekommen, ja. Also da kannst du dich, wie gesagt, informieren, alle möglichen Tipps und ich werde die Woche nochmal ein paar Videos für dich produzieren, damit du es ein bisschen leichter hast. Also, abonniere den Kanal, damit du nichts verpasst, gib uns einen Daumen hoch und wir sehen uns in weiteren Videos. Hau rein, viel Erfolg!